und herzlich willkommen zu einer Kurzreview, diesmal von einem ganz anderen Produkt als jenen, die wir meistens hier reviewen. Und zwar diesmal geht es um das Withings Thermo. Das ist ein Fieberthermometer. Grundsätzlich jetzt vielleicht nicht unbedingt, meistens, wenn man Fieber misst, ist das nicht angenehm. Man will eigentlich einfach nur gesund werden, man will die Temperatur weg haben, man will whatever. Es ist einfach ein Anwendungsfall, den man nicht gerne mag. Deswegen finde ich es ganz toll, dass Withings dieses kleine, feine Fieberthermometer auf den Markt gebracht hat. Für fast 100 Euro nicht eben billig, aber es ist richtig komfortabel. Das Thermo hat zwei Batterien hier hinten drinnen. Zwei kleine AAA-Zellen, die da ganz einfach eingebaut sind. Die sind vorinstalliert. Man kann das Thermo also ganz schnell in Betrieb nehmen. Was auch schön ist, man muss nicht zwingend einen Withings-Account haben, um das Thermo jetzt auch tatsächlich benutzen zu können. Hat man einen Withings-Account und verbindet man das Thermometer mit der App, dann hat man natürlich auch den Vorteil, dass Benachrichtigungen auf der Apple Watch oder am Handy auftauchen und dass man natürlich auch den gesamten Fieberverlauf alles in der App zusammenfassend sieht. Grundsätzlich die Benutzung ist ganz einfach. Man hat hier diese giftgrüne Kappe, die zieht man ab. Das Ding misst dann 4000 Mal pro Sekunde die Temperatur und errechnet einen Mittelwert. Man drückt also eine Taste und dann fährt man sich so an der Stirn entlang und dann vibriert es irgendwann zweimal, wenn man den Punkt gefunden hat, jetzt zum Beispiel, und dann zeigt es an 36,1 Grad. Man kann dann bequem auswählen mit diesem Touchscreen hier die Person. Man kann pro Familienmitglied mehrere oder pro Familie mehrere Familienmitglieder hier festhalten. Man drückt eine Taste und es ist gespeichert. Und das Thermometer weiß natürlich auch, was die Normaltemperaturen für jede Person sind. Sprich, für mich mit meinen 29 plus Jahren sind 36,1 Grad kein Fieber. Die LED leuchtet grün. Und in Kürze hat man dann natürlich auch auf der Smartwatch oder natürlich auch am Telefon die Benachrichtigung, dass eine neue Thermometermessung vorliegt und das Ganze ist in der App dann gespeichert. Man kann dann natürlich auch in der App noch auf Wunsch zum Beispiel Medikationen hinzufügen, man kann hinzufügen, welche Krankheit man zu dem Zeitpunkt hatte. Ist also wirklich eine sehr feine Sache. Hier ist die Benachrichtigung. Thermo, New Reading for Holger, 36,1 Grad. Gefällt mir gut. Ich würde mir nur wünschen, da die App eigentlich schon deutsch ist, dass sie vielleicht die Benachrichtigung auf der Apple Watch auch auf Deutsch und nicht auf Englisch darstellen würde. Bei Withings ist es immer ein bisschen ein weiterer Weg mit den Apps, aber letztlich schaffen sie es dann ganz gut, dass das Ganze funktioniert. Ich will das unbedingt haben. Eigentlich sind mir 99 Euro zu teuer für ein Thermometer. Auf der anderen Seite weiß ich ganz genau, wenn ich da mal wieder mit der Grippe, die Grippesaison kommt jetzt unweigerlich, wenn ich da mal wieder mit der Grippe da niederliege, dann wünsche ich mir ein Thermometer, das mir einfach keinen Stress macht. Und wo ich auf der anderen Seite auch ganz deutlich sehe, wie ist meine Temperaturkurve, wie verläuft die Temperatur. Und man kann natürlich dann auch nachvollziehen, ob irgendein Medikament zum Beispiel nicht so gut anschlägt wie ein anderes vielleicht. Also alles in allem, beide Daumen hoch für das Withings Thermo. Ein sehr einfaches Thermometer, das einfach tut, was es soll und das hervorragend. Deswegen Kaufempfehlung fürs Withings Thermo.